haben hier die Veranstaltung zum Beteiligungsscoping für die Rheinspeicher. Das ist ein sehr spannender Prozess, weil wir uns in der Phase 0 befinden. Also wir werden hier gemeinsam mit den Leuten, die hier vor Ort sind, Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung, Umweltverbände, entscheiden, wie können wir eigentlich den Beteiligungsprozess für diese neue Rheinquerung gemeinsam erarbeiten. Wir haben eine Veranstaltung versucht, hier zu konzipieren, bei der die Leute sehr stark in die Diskussionen kommen können. Deswegen haben wir hier 10er-Tische aufgebaut, die jeweils von einem Tischmoderator betreut werden. Und da sitzen dann bunt gemischt alle möglichen verschiedenen Leute, die ihre Interessen und Positionen da einbringen und diskutieren dann eben gemeinsam, Mensch, was ist eigentlich ein guter Weg, um hier die Beteiligung auf Gleis zu bringen. Wir sind es einfach leid, 20, 30 oder gar 40 Jahre zu planen. Wir haben auch die Ressource Planer nicht mehr im Übermaß zur Verfügung. Wir können es uns eigentlich nicht leisten, einen sehr guten Ingenieur 2, 3 oder 4 Mal mit derselben Planung zu betrauen. Deshalb gehen wir hier mal einen etwas anderen Weg. Wir reden erst mit den Bürgern und planen dann. Planen nicht erst wie früher und reden dann mit den Bürgern und das Ganze über 30 oder 40 Jahre. Das wird sich rechnen. Und am Schluss erhoffen wir uns davon, dass wir auf diesem Weg die wirklich beste Variante finden, die den verkehrlichen Nutzen hat und gleichzeitig mit den geringsten Betroffenheiten für den Bürger und auch die Umwelt einhergeht. An den Beteiligungsprozess habe ich vor allen Dingen die Erwartung, weil ich kenne das aus anderen Beteiligungsverfahren, dass möglichst alle auch gleichgewichtig zur Sprache kommen. Also das heißt eben, der Naturschutz ist wichtig, aber die Wirtschaft ist genauso wichtig für die Menschen hier. Das Wohnen ist wichtig, aber die Landwirtschaft ist auch wichtig. Also es gibt einfach Dinge, die zum Beispiel diesen Stadtbezirk prägen. Die dürfen zum Beispiel nicht unter den Tisch fallen. Das heißt, mir ist es wichtig, dass die verschiedenen Beteiligten jetzt hier für diesen Stadtbezirk, das ist auf der anderen Rheinseite nicht anders, dass die zu Wort kommen und dass sie eine Berücksichtigung finden. Ich finde dieses Beteiligungsprozess unheimlich gut, weil das hat es noch nie gegeben. Man wurde als Bürger immer vor eine vollendete Tatsache Baumaßnahme gestellt. Man muss es nur etwas mehr publik machen und den Bürgern sagen, du hast auch was zu sagen. Und das glauben die zwar nicht, aber man muss es ihnen sagen, du hast was zu sagen und kannst ein bisschen mitgestalten, was für dich wichtig ist.